Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Dartsliebe YouTube-Kanal. Ich bin Ben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute die Darts des Dartpapstes höchstpersönlich für euch, nämlich die 180 Elmar Paulke Signature Darts in 23 Gramm. Frank Buschmann hat bisher noch keine eigene Fußballschuhkollektion bekommen, aber Elmar Paulke hat es geschafft, als Kommentator einen eigenen Dart zu bekommen. Die Darts haben 90% Tungsten und liegen preislich ungefähr bei 50 Euro. Es gibt auch noch eine 19 Gramm Soft Dart Version. Wie diese Darts genau aussehen, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Die Darts von Elmar Paulke sind meine allerersten 180 Darts und ich muss jetzt dazu sagen, mich hat, glaube ich, noch keine Kartonage-Verpackung bei Darts so überzeugt wie jetzt diese hier von 180. Bisher habe ich eigentlich immer nur die Sammlerboxen, Box-Editionen von Unicorn gelobt. Aber das hier fühlt sich wirklich toll und hochwertig an und sehr gut verarbeitet. Also ich glaube, dass, also wenn 180 alle Darts so verpackt, dann ist das wirklich schon ein sehr gutes Qualitätsmerkmal. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Fangen wir an mit der Verpackung. Hier vorne die deutsche Stimme des Darts, Elmar Paulke, mit einer Abbildung, seinem Autogramm. 23 Gramm Steel-Tip. Hier das 180-Logo und hier können wir die Darts schon sehen. Auf der Rückseite nochmal ein Infotext zu Elmar Paulke und was mit dabei ist. Wir haben hier einen Schiebemechanismus und hier sehen wir, die Darts kommen mit zwei verschiedenen Paar Schäften, einmal in Transparent, einmal in Schwarz und den Elmar Paulke Flights. Die Darts kommen mit klassischen 26 mm silbernen Smoothpoint Spitzen. Das Barrel hat eine Tropfenform bzw. ist für mich eine Mischung aus Tropfen- und Bombenform. Hier im vorderen Bereich, der Silber gehalten ist, haben wir einen Doppelringgrip und im hinteren Bereich mit schwarzen Vertiefungen haben wir einen etwas stärkeren Ringgrip. Am Schaftübergang haben wir hier noch den 180 Schriftzug. Die Darts kommen mit 180 Weißschäften in Transparent und im Schwarz. Und mit dabei auch diese schicken Elmar Paulke Flights. Das erste Barrel wiegt 23,05 Gramm. Das zweite Barrel 23,08 Gramm. Und das dritte Barrel 23,05 Gramm. Die Länge des Barrels beträgt 47,98 mm, also 48 mm. Und in der dicksten Stelle beträgt der Durchmesser 7,8 mm. Und damit ab ans Board.
Das waren für euch die 180 Elmar Paulke Signature Darts in 23 Gramm. Die Verpackung hat mich hier wirklich positiv überrascht. Bei allen Kartonagen, die ich bisher in Händen gehalten habe, fühlt sich das hier bisher absolut am hochwertigsten an. Also wirklich Hut ab an 180. Die Darts selbst fühlen sich ebenso hochwertig an, auch wenn das ein mehr oder weniger außergewöhnliches Barrel ist und doch sehr an die Form von René Adams selbst erinnert. Schön finde ich hier, dass zwei Schäfte mit dabei sind, zwei Set-Schäfte in schwarz und transparent. Allerdings hätte man hier eventuell auch eine unterschiedliche Größe nehmen können, so kann man als Anfänger direkt etwas herumprobieren. Was haltet ihr von den Darts? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir beantworten fleißig und freuen uns über jeden Kommentar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.